Wir haben mir sehr gut versteckt eine Heilwurzel. Exzellent. So, wieso fängst du denn nicht meine Axt noch, Heuschrecke? So, ich will eigentlich nur den Kopf, weil... Ich weiß auch nicht, konnte man diesen Köpfen noch irgendwas machen? Ich glaube fast nicht, aber... Weil gab es eine Quest, wo man irgendwie so Köpfe haben musste? Vielleicht im Lager der Banditen? Oh, hallo. Hier ist ja richtig die Party am Laufen. Ich treffe da keinen, ne? Bleibt doch mal stehen und lasst euch totschlagen. Ist denn das so viel verlangt? Ich hasse das. Das ist wie in der Realität. Wenn du Leute einfach totschlagen willst und sie laufen die ganze Zeit weg. Dann musst du mal hinterher rennen. Das ist anstrengend. Dann schwitzt du so. Ach. Nichts zu plündern. Wirklich unangenehm. Ist es in dem Spiel halt nicht, weil es nur ein Spiel. Da werden diese unangenehmen Aspekte halt wegreprimiert. Hier überall Geldbeutel rumliegen. Was fehlt in so einem Spiel? Geldbeutel. Wie viele? Ja. Alle. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Dann sind wir zum Metzger gegangen, haben Wurst gekauft, oder? Wie viel Wurst? Alle. Gut. War da denn irgendwas Nützliches tranktechnisches dabei? Kulio sagt nein. Kulio sagt, es klimpern Münzen darin. Pilztabak habe ich nicht abgegeben, kann ich auch nicht mehr abgeben. Jadi, mehr Glück beim nächsten Mal. Ich liebe diese überkomplizierten Schlösser und dann ist da ein Fisch drin oder sowas. Mache ich auch immer. So, was hat denn Fisch und Silberkette hier? Ja. Seht den Schatz, den ich hier gefunden habe. Und in dieser Truhekiste ist ein Haufen Scheiße. Wer zur Hölle stürzt eine Kiste in den Wald mit 200... komplizierte Kombination und kackt einfach nur rein. Oh, das baue ich ein. Wenn ich jemals ein Rollenspiel programmiere, steht bei mir im Wald eine Kiste, die ist total kompliziert aufzumachen. Und alles, was drin ist, ist ein Haufen Scheiße, weil einfach jemand reingeschissen hat und sich gedacht hat, hey, das stelle ich jetzt in den Wald und dann darf irgendein dummer Penner das aufmachen. Ja, das ist es, Jungs. Irgendwas leuchtet da drüben. Ah, Tschernobyl. Sehe ich gleich. Tschernobyl. Ja, eindeutig Tschernobyl. Das war noch bevor sie den Sarkophag oben drüber gestülpt haben. Der Titel ist übrigens irreführend. Das ist in Wirklichkeit Stalker mit Gothic Mod. Oh Gott. Hey, kombinieren wir ungepatchtes Gothic 3 mit ungepatchtem Stalker 1. Oh Gott. Und weil wir es können, geben wir noch einen Hauch. Oh nein, leider nicht.
Treff doch mal, einen Hauch, treff doch mal. Nein, einen Hauch. Was wäre denn noch richtig gut? Das würde noch richtig gut dazu passen. Superman, nee, Superman 64 nicht. Nee. Was war noch so richtig hart verbuggt? Uff. Also was dazu passen würde. Bei Cyberpunk soll richtig gut verpackt sein, habe ich gehört. Einhandkampf, was soll ich denn mit dem Scheiß? Was soll ich denn damit? Zwei Hand bräuchte ich. Ich habe so ein großes Schwert, das muss man mit zwei Händen bedienen, Leute. Ich schüsse, willst du mal mein Schwert bedienen? So, was haben wir da noch in der Höhle? Ah, mein Crawler. War es dann auch schon? Okay. Ist das Monster Schrumpfen vielleicht? Weil oben drauf ein Troll steht. Darf er noch träumen? Ich habe sechs Tanten gefunden. Ne, das ist nur Eisblock gewesen, glaube ich. Und ja, was könnte man zu Gurik 3 und Stalker noch hinzufügen? Metal, naja, das passt auch nicht. Oh, Dungeon Lords, natürlich. Wir stopfen das auch noch ein bisschen. Ist das Original Dungeon Lords ungepatcht? Ich nehme nicht an, dass ich dich da vorne tot bekomme. In Gurik 1 war die immer sehr einfach, ihr scheiß Golems. Leider ist Gurik 1 vorbei. Ja, alleine geht. Die zwei waren unangenehm, aber das lag wahrscheinlich daran, dass es zwei waren. Und dann habe ich zu spät gedrückt. Das ist wie beim Kacken, wenn man schon aufgestanden ist und nochmal drückt. Dann wird es halt einfach scheiße. Dann ist es halt einfach zu spät. Wenn ich es schaffen würde, richtig zu drücken. Das wäre toll. Können wir natürlich heilen, aber ohne keine Ressourcen verschwenden. Wir müssen sparsam sein. Im Verbrauch. Nur ein Trank auf 100 Kilometer. Wir wollen ja nicht die Tankindustrie unterstützen. Du könntest jetzt mal sterben. Sicher, lief doch wunderbar. Seht ihr, überhaupt kein Problem. Man muss sie nur an die Wand drücken und dann passieren Dinge und ich weiß nicht mehr. So, wie komme ich denn da rüber? Musste man nicht was ausschießen oder war das jetzt, wechsle ich da was? Also ich weiß, dass man am Schluss da was ausschießen musste. Also nicht hier, aber an einem anderen Ort. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. So, was haben wir da noch? So. Ein Trank, eine Bartaxt. Ich habe auch einen Bart. Ich habe nur keine Axt dran gebunden. Ich vermute mal, nichts von dem, was ich habe, ist... Was habe ich? 90 Stärke. Schaden 70. Da war ich schon 110. Alter.
Stärke habe ich so gut wie nur selbst trainiert, ne? So eine bessere Waffe wäre schon mal geile Sache, würde ich sagen. Zombie, aber ich habe Untote vernichten. Ich glaube auch heilen hat da funktioniert, oder? Oh, konnte man Zombies auch. Vielleicht gehe ich erstmal weg und lasse mich nicht totschlagen. Ich gucke erstmal, konnte man die auch so besiegen? Aber theoretisch würde ich sagen, ja. Man hat halt richtig viel Schaden gemacht. Wo ist denn Untote besiegen? Was war das? Ging das? Mit was konnte man das alles machen? Also ich habe so viele Dinger belegt. Nee, warte mal, was konnte man das? Gab es denn nicht einen Zauber, den man das machen konnte? Verwechsel ich da jetzt das Spiel? Also. Geht auch so. Gut, zugegeben, die werden wahrscheinlich mit ihren fetten Rüstungen noch mehr aushalten, aber hey. Ich speichere vielleicht mal zwischendurch so. Ohne speziell ersichtlichen Grund, jetzt einfach mal Langeweile. Weicht vor mir zurück, ihr Untoten. Ich habe. Was hat man Zombies wieder am besten bekämpft? Ein Raketenwerfer. Die Leute sagen immer, nee, mein Flock gegen Vampire. Um mir das Herz zu durchbohren. Ich sage, Raketenwerfer tut es viel besser. Ja, ich will aber auch schon Untote vernichten. Das hebe ich mir für wirklich mächtige Zombies auf. Also Quest-Zombies, die man nicht anders töten kann. Haben wir schon immer diese merkwürdigen Flecken hinterlassen? Wir machen ja den ganzen Teppich dreckig. Leute, so geht das fein nicht. Dass hier alles verschwindet, ist auch, das geht auch nicht. Großes Breitschwert. Ah! Komm mal. Kannst du nicht warten, bis ich komme? Komm hier einfach her und will was von mir. Und das, liebe Kinder, passiert, wenn ihr zu viel RTL guckt. Ihr werdet Zombies. So passiert das halt. So, hat auch bestimmt einer von euch einen Schlüssel dabei gehabt. Ich habe es nicht mitbekommen, weil... Diese Zombies bluten ja alles voll. So, wer von euch hat den Schlüssel? Keiner? Was? Okay, dann halt keiner. Muss ja auch nicht. Nee, Gold rum hier, geil. Haufen Scheiß. So, was haben wir hier? Da eine Axt. Da lag eine Axt, die nehme ich mal mit. Links, rechts, natürlich. Hallo? Was dauert da jetzt so lang? Spiel? Macht schon Feierabend. Gut, kommt keiner mehr heute Schluss. Tschüss. Tschüss, die Konski. Ja, das geht einfach so auf. Wieso kriege ich da... Ach so, ich glaube, ich weiß, warum ich nur eine kriege, weil die andere brauche ich noch für den
Das Zweihandkampfwissen hat er, das ist doch schon mal gut. Plus 4. Wildsteintafel. Quadron war es auch, mit dem Hilfe von Karimon das äußere Tor zum Zentrum versiegelt. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt. Mich blickt zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, dass Radimes für alle Zeit im Tempel verrottet. Charmant. Gefällt mir. Denke ich mir auch immer, wenn ich die Leute sehe, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Möget ihr verrotten, ihr Wichsköpfe. So. Wie kam er denn da rüber? Mir ist sicher, man kam da rüber. Die Frage ist jetzt, wie musste man da rüber schießen? Wo kommt ihr jetzt her? Du? Also, wo kommst du her? Ja gut. Musste man sich rüberwerfen lassen. Musste man... Ah ne, ist so toll. Okay. Ich werde hier schon wieder getrollt. Musste man sich vom Troll rüberschlagen lassen. Das war's. Oh, Heilpflanzen. Woher musste man aber diese Heilpflanzen mitnehmen? Also, wo kommen diese Heuschrecke jetzt her? Wieder gespawnt, weil man das Ding ausgeräumt hat. Ich habe irgendwas im Kopf, dass man da Steinwächter schießen, das was nicht. Also ich meine, ich kann darüber springen. Ob ich das, ja, also ich schaff's wahrscheinlich, aber ob ich es überlebe, ist die andere Frage. Nicht mit meiner jetzigen Lebensenergie auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, da kam mir irgendwie anders hin. Ich weiß noch nicht mehr wie. Guck mal irgendwie. Mal gucken. Nee. Ja, ganz easy. Seht ihr? Ich speichere mal besser auf einen anderen Spielstand. Wobei, das schon. Ich glaube nicht, dass ich da ohne jeglichen Schaden rüberkommen sollte. Ich glaube schon, dass ich hätte Schaden nehmen sollen. Ja, relativ. Ah! Ach, komm schon. Nein! Oh, den falschen geladen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man so nicht darüber springen sollte. Also, vielleicht schon, aber nicht ohne Schaden zu nehmen, was ich ja mehr oder weniger gemacht habe. Geschafft habe, wie auch immer. Hallo, mein Freund. Kommst du hier rum? Hey. Kamera. Beruhige dich. Nee, wieso kann ich da überhaupt speichern? Wieso steht hier nirgendwo ein Bett rum? Ich will doch vor allem... Das ist ein Bogen, mit dem ich nichts anfangen kann. Geil. Töte es doch! Und nein, Tränke trinken ist keine Lösung. Heilen ist keine Lösung für das Problem, dass man zu wenig Lebensenergie hat. Schlag doch zu.